Für unsere heutige Nikolausgeschichte habe ich dir da eine kleine Stadt aufgebaut. Das ist die Stadt Myra. In dieser Stadt hat Bischof Nikolaus gewohnt. Siehst du das Haus von Bischof Nikolaus? Es hat auf dem Dach ein Kreuz. Genau, dieses Haus gehört dem Bischof Nikolaus. Und dann gibt es da sechs kleine Häuser, in denen wohnen arme Menschen. Und dann gibt es da ein riesengroßes Haus, das steht in der Mitte von der Stadt. Das hat Blumen und Bäume und das Haus hat sogar ein goldenes Dach. In diesem Haus wohnt Avarizzo. Und Avarizzo ist ein sehr reicher Mann. Die anderen Menschen in diesem Dorf sind arme Menschen, sogar sehr arme Menschen. Was du noch siehst, ist, dass da vor jedem Haus ein kleines Bettchen steht, ein rotes, und das Haus da vorne mit dem roten Dach, das hat sogar ein ziemlich großes Paket, das passt fast nicht durch die Türe, so groß ist das. Wir werden sehen, was uns die Geschichte von diesen Päckchen erzählt. Wie kommen denn die dorthin? Und wer hat die denn dorthin gebracht? Der Bischof Nikolaus war ein Christ und er hatte eine besondere Aufgabe. Er war Bischof. Bischof ist ein Christ, der eine besondere Aufgabe hat. Und der hat auch besondere Dinge bei sich, an denen man ihn gut erkennt. Er hat einen goldenen Bischofsstab, den stelle ich jetzt mal daher, damit du ihn gut sehen kannst. Upsala. Jeder Bischof hat einen Bischofsstab. Steht da jetzt? Ja. Dann hat jeder Bischof so eine besondere Mütze, die heißt Mitra. Die schaut so aus. Natürlich ist sie nicht so groß, die passt ja dem Haus. Ja, aber dann, ich habe sie groß gemacht, damit du sie gut siehst. Also eine Mitra hat jeder Bischof. Und was für den Bischof Nikolaus am wichtigsten war, war seine Bibel. Der Bischof Nikolaus las immer jeden Tag in der Bibel. Das ist das Buch der Christen. Gut. Und dieser Bischof Nikolaus hat also auch dort gewohnt. Jetzt möchte ich dir was vom Avarizzo erzählen. Der Avarizzo war sehr reich. Aber der Avarizzo war kein lieber Mensch. Um sein schönes Grundstück hat er eine hohe Mauer aufgebaut, damit die Menschen nicht zu ihm hineinschauen können und auch nicht hineingehen. Das wollte er nicht. Er wollte die anderen Menschen nicht haben. Und er war auch immer sehr böse und sehr unfreundlich zu den Menschen. Wenn sie ihm auf der Straße begegnet sind, dann hat er sie nicht gegrüßt. Höchstens gebrummt. Wenn ihn einer gegrüßt hat, gesagt, hallo Avarizzo. Also der Avarizzo war kein freundlicher Mensch. Und eigentlich mochten ihn die Leute nicht so gern, weil der Avarizzo immer so unfreundlich war und nie was erzählt hat. Und wenn man den Avarizzo besuchen gegangen ist, das war ja überhaupt furchtbar, wenn man zum Avarizzo hingegangen ist und hat angeklopft, so, dann hat der Avarizzo die Türe aufgemacht und hat gebrüllt: Was willst du? Da hat man sich gleich erschrocken. Niemand wollte den Avarizzo besuchen. Nein, haben sie gesagt, den Avarizzo, den lassen wir lieber in Ruhe. Der ist immer so unfreundlich und na. Und so war der Avarizzo. Und die Menschen in dem Dorf, die waren sehr arm. Manche, die in dem gelben Haus zum Beispiel gewohnt haben, in dem Haus mit dem gelben Dach, die hatten viele Kinder und die hatten für die Kinder keine Schuhe. Die Kinder mussten mit den Sandalen oder mit den Socken gehen. Aber das war im Winter halt nicht so lustig. Der in dem Haus mit dem blauen Dach, da wohnte eine alte Dame. Die war ein bisschen krank, aber sie hatte kein Geld, dass sie sich Medikamente kaufen konnte.
Und in dem Haus davor, neben dem blauen Dach, mit dem grünen, dunkelgrünen Dach, da wohnte eine Familie mit vielen Kindern. Und die hatten für die Kinder nicht genug anzuziehen. Die hatten nur eine Winterjacke. Da durfte immer nur einer hinausgehen im Winter. Die anderen mussten zu Hause warten, bis der wieder zurückkommt. Aber sie konnten sich keine kaufen, sie hatten kein Geld. In dem Haus mit dem roten Dach da vorne, wo das große Paket steht, da wohnten zwei alte Leute. Die hatten leider kein Geld und der Ofen war kaputt gegangen. Oh, und denen war es ja kalt. Die sind den ganzen Tag im Bett geblieben, weil unter der Decke war es ein bisschen kuschelig. Aber draußen in der Wohnung war es ganz kalt. Und in dem Haus mit dem hellgrünen Dach, die hatten leider nicht genug zu essen. Genauso wie die mit dem orangenen Dach, die hatten auch nicht genug zu essen. Und die Leute wollten sich gerne gegenseitig helfen, aber sie konnten nicht. Alle hatten zu wenig Geld. Und der Nikolaus, der hat immer bei anderen gesammelt in den anderen Dörfern. Und dann hat er ihnen ein bisschen was geben können. Aber halt auch nicht so viel, wie sie gebraucht hätten. Und eines Morgens hat der Bischof Nikolaus wieder in seiner Bibel gelesen. Und da hat er gelesen, Gottes Liebe ist ausgegossen in alle Herzen. Was? Hat sich der Bischof Nikolaus, hat das gleich noch einmal lesen müssen. Gottes Liebe ist ausgegossen in alle Herzen. Hat der Bischof Nikolaus gesagt, aber auch in das Herz vom Abarezzo? Der hat ja ein Herz aus Stein. Aber er hat es noch einmal gelesen. Gottes Liebe ist ausgegossen in alle Herzen. In alle. Da steht ganz deutlich in alle Herzen. Gut, hat der Bischof Nikolaus gesagt, dann gehe ich jetzt zum Abarezzo und sage ihm das. Und der Bischof Nikolaus hat sich auf den Weg gemacht zum Abarezzo. Ein bisschen hat er sich schon komisch gefühlt, aber er hat sich gedacht, das geht schon. Ist zum Abarezzo, zu seinem Tor gegangen, zu seiner Haustür, hat angeklopft und der Abarezzo hat aufgemacht. Was willst du? Hat er geschrien. Und der Bischof Nikolaus hat gesagt, ich wollte dir nur sagen, Gott liebt dich, seine Liebe ist in deinem Herzen. Der Abarezzo hat gar nicht geschrien. Der hat zuerst nur geschaut und dann hat er gesagt, nein, niemand liebt mich. Doch, hat der Bischof Nikolaus gesagt, Gott liebt dich. Gottes Liebe ist in deinem Herzen. Ja, da merke ich aber nichts davon, hat der Abarezzo gesagt. Niemand mag mit mir zu tun haben. Niemand redet mit mir. Niemand besucht mich. Komm mal her, hat der Bischof Nikolaus gesagt. Komm mal ein bisschen näher. Und der Abarezzo ist ein Stück näher gegangen. Und da hat ihn der Bischof Nikolaus umarmt und hat gesagt, aber Gott liebt dich, Abarezzo. Gott hat dich lieb. Und dann hat der Abarezzo gesagt, magst vielleicht auf einen Kaffee kommen zu mir? Magst du mir das erzählen vom lieben Gott und dass er mich lieb hat? Ich möchte gern mehr wissen. Und dann ist der Bischof Nikolaus zum Abarezzo nach Hause gegangen, in seine Wohnung hinein und hat mit ihm Kaffee getrunken und hat ihm von Gott erzählt und von seiner Liebe und davon, dass die Menschen einander lieben sollen. Aber die Menschen wollen mich nicht, hat der Abarezzo gesagt. Ja, hat der Bischof Nikolaus gesagt, aber würdest du jemanden wollen, der dich anschreit? Wenn du zu den Menschen lieb bist, werden die Menschen auch zu dir lieb sein. Versuch das mal. Und wie macht man das? Hat der Abarezzo gefragt. Okay, hat der Bischof Nikolaus gesagt, wir werden das jetzt einmal üben. Pass auf, ich gehe jetzt hinaus und ich klopfe an und du machst mir die Türe auf, okay?
Und der Bischof Nikolaus geht vor die Tür, klopft an. Der Averizio reißt die Türe auf und schreit: Was ist? Nein, sagt der Bischof Nikolaus, so geht das nicht. Du musst freundlich sein zu mir. Okay, nochmal. Und dann üben sie nochmal. Averizio macht die Türe auf. Was ist? Nein, nicht was ist, sagt der Nikolaus. Du musst sagen: Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Oder guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Aha, sagt der Averizio. Macht die Türe wieder zu, der Nikolaus klopft wieder an. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Bravo, sagt der Bischof Nikolaus, so geht das. Du musst den Leuten was Nettes sagen. Die sind ja nicht deine Feinde. Die wollen dich eh lieb haben, aber wenn du so böse bist, fürchten sie sich vor dir. Und dann erzählt ihm der Bischof Nikolaus von den Menschen im Dorf. Er erzählt ihnen von denen, die keine Schuhe haben. Und er erzählt ihnen von denen, die keinen Ofen haben, von denen, die kein Holz haben, von denen, die kein Essen haben und von der alten Dame, die keine Medizin hat. Und dann sagt der Averizio: Ha, jetzt habe ich eine Idee, wie ich Gottes Liebe weitergeben kann. Ich weiß es. Danke, lieber Nikolaus. Und am nächsten Tag finden die Leute vor ihren Häusern lauter rote Säckchen. Und die eine Familie findet ein ganz ein großes rotes Paket. Was ist das, sagen die Leute. Und sie schauen hinein und in dem einen Päckchen sind Schuhe und in dem anderen Päckchen ist was zu essen und in dem anderen ist Holz und in dem großen Päckchen ist ein neuer Ofen. Wer war das, sagen die Leute, und sie laufen zum Bischof Nikolaus und sagen: Danke, lieber Nikolaus, danke, dass du uns das alles geschenkt hast. Ich habe euch gar nichts geschenkt, sagt der Bischof Nikolaus, es tut mir leid, ich habe gar kein Geld. Was, sagen die Menschen, aber heute in der Früh, da stand doch vor unseren Häusern und sie zeigen ihm, was sie alles bekommen haben. Schau nur, schau, lauter schöne Geschenke. Sagt der Bischof Nikolaus, ich glaube, ich weiß, wer das war. Weißt du es auch? Ja, wer denn? Sagen die Leute. Na, überleg da mal, sagt der Bischof Nikolaus. Wer in unserer kleinen Stadt hat genug Geld, dass er so viele Sachen herschenken kann, sogar einen Ofen? Wer könnte das sein? Die Leute, eigentlich kann das nur einer sein, aber nee, das stimmt ja nicht. Wer glaubst du? Sagt der Bischof Nikolaus. Naja, so wirklich viel Geld hat eigentlich nur Averizio. Ja, ich glaube, Averizio hat euch das geschenkt. Averizio? Na, wirklich? Der ist doch sonst immer so böse. Aber Gottes Liebe ist ausgegossen in alle Herzen. Vielleicht hat er sie jetzt entdeckt, sagt der Bischof Nikolaus. Und zwei Leute machen sich aus. Wir gehen jetzt einmal zum Averizio, wir trauen uns. Vielleicht war es wirklich, dann wollen wir uns aber auch bedanken. Und sie gehen zum Averizio, klopfen an. Und der Averizio macht die Türe auf und sagt: Jö, schön, dass ihr da seid. Ich habe gerade Kekse gebacken, wollt ihr auch welche haben? Und einen Kaffee dazu vielleicht? Oh, oh. Die Leute staunen. Ist das wirklich ihr Averizio, der immer so grantig war? Ha, sagen sie, der Bischof Nikolaus hat recht. Gottes Liebe ist in deinem Herzen. Und dann geht sie hinein auf einen Kaffee. Und jeden Tag hat der Averizio jetzt Besuch. Und den Leuten im Dorf geht's wunderbar. Das war also die Geschichte von Nikolaus und Averizio. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Manchmal kann man Menschen, die nicht so freundlich sind, freundlicher machen. Du kannst es ja mal versuchen. Morgen ist also Nikolaustag. Und der Nikolaus,
darf heuer nicht in die Wohnungen kommen, nur vors Haus. Drum ist es heute heuer besser, man stellt keinen Teller auf, dass der Nikolaus was drauflegt, sondern seine Stiefel. Wenn du deine Schuhe ganz toll putzt und vor die Türe stellst, dann kann der Nikolaus da was hineinfüllen. Wir wollen jetzt das Nikolauslied singen, das du bestimmt kennst. Und da habe ich die eine Strophe einfach umgedichtet. Da stelle ich nicht den Teller auf, sondern die Schuhe. Aber du wirst es bestimmt bemerken. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Meine Stiefel putzt ich dann, füllen kann. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Wenn ich schlaf, dann träume ich, Niklaus bringt auch was für mich. Lustig, lustig, tralalalala, aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller hin. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Niklaus ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann. Lustig, lustig.